liebe Freunde. Wir möchten euch eine kleine Besonderheit zeigen, und zwar die vor vielen Jahrzehnten stillgelegte Stichstrecke zwischen Elbingerode und Bahnhof Dreiernode. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei dem Anschauen der Bilder. Doch zuerst einmal ein bisschen Kartenkunde. Hier sieht man schön das Gebiet zwischen Elbingerode und Grünensee, wo die Stichstrecke nach Dreiernhohne abzweigt. Ich habe zur besseren Übersicht die heute noch existierende Rübelandbahn hier schwarz eingefärbt. Der Beginn der Stichstrecke ist im Gelände nicht leicht auszumachen. Wir befinden uns im Anflug auf dem Beginn der Stichstrecke nach Dreiernhohne. Ich habe die ehemalige Streckenführung im Gelände dunkel markiert. An dieser Stelle zweigt die Strecke nach Dreiernhohne von der Rübelandbahn ab. Aus größerer Höhe lässt sich der Streckenverlauf gut erahnen. Dennoch sind am Boden einige Relikte, wie zum Beispiel Begrenzungssteine und Fundamente für Strommasten, zu finden. Denn der Beginn der Strecke nach Dreiernhohne wurde in späteren Jahren auch als Werksbahn genutzt und elektrifiziert für die Erzförderung vom Büchenberg Schacht 3. Hier nochmal das Ende des ersten Teilabschnittes und der Beginn des gut sichtbaren zweiten Teilabschnittes. Dafür werfen wir erstmal einen Blick wieder auf unsere Karte und wir blenden den neuen Abschnitt ein. Heute wird der Bahndamm als Feldweg genutzt. Hier sieht man sehr schön den mit Betonplatten abgedeckten Kabelschacht. Rechts zeigt unmittelbar neben dem Weg. Immer wieder ist der Kabelschacht deutlich zu sehen. Und ab hier kommt die Natur zu ihrem Recht. Aber der Streckenverlauf bleibt dennoch gut erkennbar. Der Blick auf die Karte zeigt uns, dass die Strecke hier eine großzügige Linkskurve macht. Sehr schön ist am Anfang dieses Teilabschnittes der Bahndamm von der Seite aus zu sehen.
Aus größerer Höhe ist wieder schön die Linkskurve zu erkennen. Und das in den 50ern erbaute Teilstück Richtung Büchenberg Schacht 3. Hier die Position, wo sich die Werksbahn von unserer Stichstrecke nach Dreienhohne trennt. Vom Ende unseres Teilstückes aus sieht man sehr schön, dass die Bahnstrecke als Forstweg benutzt wurde. Natürlich sieht man von hier aus auch sehr schön den Verlauf des Bahndammes Büchenberg Schacht 3. Nutzen wir auch noch die Gelegenheit und gehen dieses kleine Teilstück ab. Und wie es jetzt weitergeht, das schauen wir uns natürlich erstmal wieder auf der Karte an. Die Strecke dieses Teilabschnittes verläuft größtenteils gerade, schneidet sich aber bis zu 3 Meter in die Landschaft ein. Hier sieht man schön, wie kerzengerade die Strecke verläuft. Und tiefschwarz ist die Stelle bezeichnet, wo sich die Strecke tief in die Landschaft eingräbt. Hier Bilder vom Geländeeinschnitt, der im weiteren Verlauf sich immer tiefer in die Landschaft eingräbt. An einigen Stellen, so wie hier, werden die Dampfloks sicherlich nur noch mit Schornstein und Kesselaufbauten aus dem Graben ausgeschaut haben. Von hoch oben kann man sehr gut erkennen, dass die Bahnstrecke und die L354 hier an dieser Stelle trichterförmig treffen, um von nun an parallel weiterzulaufen. Doch das schauen wir uns erstmal natürlich wieder auf der Karte an. Hier sieht man schön, wie sich Bahn und Landstraße treffen und parallel weiterlaufen. Hier ist nochmal schön der Trichter von oben zu erkennen.
die von nun an parallele Streckenführung. Auch Kurven verlaufen parallel. Wie hier sehr schön zu sehen. Das gilt natürlich auch für den Streckenverlauf zum Holzverladeplatz. An dieser Stelle mündet die Bahn in den heutigen Holzverladeplatz. Auch dieser Streckenverlauf ist heute noch sehr gut nachzuvollziehen. Er führt uns über den Holzverladeplatz weiter bis 3100. Doch das schauen wir uns natürlich erstmal wieder auf der Karte an. Weiter geht's über den Holzverladeplatz in leichten Schwüngen bis 3100. Vom Holzverladeplatz Richtung Dreiernhune wird der Bahndamm im Laufe der Strecke immer besser sichtbar. Kurz vor Dreiernhune schauen wir noch einmal zurück in Richtung Holzverladeplatz. Das sind die letzten Meter bis zum Bahnhof. Nach 5,7 Kilometern erreichen wir endlich den unteren Bahnhof von Dreiernhune. Und das ist die letzte Kurve. Aber für uns geht es natürlich noch weiter. Dazu erstmal Kartenkunde. Hier zeichnen wir erstmal, wie im Film gesehen, die letzte Kurve ein. Zwischen Gleis und Bahnhofsgebäude gehört natürlich noch der Bahnsteig. Die NWE baute eine Spitzkehre als Verbindung und stellte so den Schulterschluss her. Die Halberstädter Blankenburger Eisenbahngesellschaft baute ihrerseits ihre Verlademöglichkeiten aus. Und wer jetzt nicht mehr weiß, wo das Bahnhofsgebäude abgeblieben ist, hier haben wir es rot markiert. Am Anfang unseres Videos war dieses Bild mit dem halb verfallenden Bahnhofsgebäude zu sehen. Und jetzt wollen wir euch
auf eine Zeitreise mitnehmen. Eine Zeitreise, wo unser Gebäude hier sich immer weiter zurückentwickeln wird, bis zu seinem Anfang 1907. Dafür werden wir Aufnahmen vom Bahnhofsgebäude von heute benutzen, also dem Jahr 2020. Darüber legen wir dann historische Aufnahmen. Unser erstes Bild zeigt den Bahnhof in einer Zeit, wo es ausschließlich als Wohngebäude genutzt wurde. Und wenn wir noch weiter in der Zeit zurückreisen, sehen wir unser Bahnhofsgebäude hier bereits schon mit allen Ausbaustufen und den Gleisen, die davor noch gut zu erkennen sind, aber wahrscheinlich nicht mehr benutzt worden. Wir reisen noch weiter in die Zeit zurück, und zwar in die Zeit vor dem 1. Dezember 1965, der Stilllegung der Strecke. Dieses idyllische Postkartenmotiv zeigt noch voll funktionstüchtige Gleise vor dem voll ausgebauten Bahnhof. Dieses Postkartenmotiv, wahrscheinlich aus der gleichen Zeit, zeigt unseren Bahnhof wieder, aber diesmal zusammen mit einer Dampflok der Baureihe 7566. Das letzte Bild in unserer Reihe ist wahrscheinlich das älteste Bild. Es zeigt unseren Bahnhof kurz nach seiner Erbauung 1907. Aber sicherlich viel interessanter ist die davorstehende Zahnraddampflok der Halberstädter Blankenburger Eisenbahngesellschaft. Mit Bildern vom halb verfallenen Bahnhofsgebäude möchten wir uns von euch verabschieden. Natürlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es von dem Bahnhofsgebäude Dreiernhohne auch ein Lost Place von uns gibt. Ach ja, das Label Alte Bahnstrecken wird natürlich weitergeführt. Es gibt schon ein paar Ideen von uns, und lasst euch überraschen. Und so gesehen, bis zum nächsten Mal.